Mein Name ist Thorsten Meyer, ich bin der Betriebsratsvorsitzende von der Firma Automotive Lighting hier in Broderode. Gleichzeitig bin ich Konzernbetriebsratsvorsitzender von Automotive Lighting und vertrete damit in Deutschland ungefähr 2100 Beschäftigte. Ich fordere, dass Leiharbeit wieder auf 3 Monate begrenzt wird und dass der Verdienst von Zeitarbeitnehmern deutlich höher ist als der von vergleichbaren Beschäftigten. Die Linke steht für mich für den Weg in Thüringen weg vom Billiglohnland Thüringen hin zum Gute Arbeit in Thüringen. Mein Name ist Cornelia Wanderer, ich komme aus der schönen Stadt Plaue und bin jetzt hier in Erfurt. Ich bin in der IG Metall in der Verwaltungsstelle Suhl aktiv und bin dort auch Mitglied der Delegiertenversammlung. Als Gewerkschafterin ist es mir für die Zukunft besonders wichtig, dass wir endlich gleiche Löhne in Ost und West haben, dass die Arbeitszeiten gleich sind und natürlich auch, dass wir alle die Möglichkeit haben, Beruf und Familie mehr unter einen Hut zu bekommen. Ich wähle die Linke, weil sie für mich die einzigste Partei ist, die für soziale Gerechtigkeit steht. Die einzigste Partei ist, die sich konsequent gegen Rechtsextremismus einsetzt. Und die einzigste Partei ist, der ich glaube, was sie sagt. Mein Name ist Hans-Joachim Fischer. Ich bin Betriebsratsvorsitzender und vertrete rund 160, 170 Mitarbeiter. Was ich von der Thüringer Landesregierung wirklich gut finde, dass sie es endlich geschafft hat, das Bildungsfreistellungsgesetz auch in Thüringen wirksam werden zu lassen. Die ganze Kindergartenkram muss kostenfrei sein. Ich will die Linke, weil es die Friedenspartei ist. Sie ist gegen Waffenexporte und gegen Aufrüstung. Persönlich finde ich es gut, die Arbeit, die Bodo Ramelow in den vergangenen Jahren gemacht hat. Und deswegen sollte er auch wiedergewählt werden und weiter den Staat Thüringen als Ministerpräsident führen. Starke Gewerkschaften sind gut für Menschen und für die Bedingungen, die diese Menschen haben, um in dieser Zeit auch wirklich sich gut auf Arbeit einlassen zu können. Und wir brauchen ein höheres Maß an Solidarität. Ich bin Ministerpräsident für Rot-Rot-Grün. Ich habe Rot-Rot-Grün mit auf den Weg gebracht. Ich würde gerne als Ministerpräsident für Rot-Rot-Grün weiter arbeiten und die Geschicke dieses Landes weiter beeinflussen. Und deswegen werbe ich dafür, sich genau zu überlegen, wo man sein Kreuz macht. Naja, und als Mitglied der Linken freue ich mich auch über ein Kreuzchen bei uns.